Soll ich einfach, um die Tradition hochzuhalten, meinen Einsatz wieder verpassen? Ja, und das war die feste Einleitung für die nächste Folge von Fußballmanager 2014 mit dem KFC Uerdingen. Das bleibt drin. Und ich passe meinen Einsatz. Ja, gut. Bisschen kurz vor der Saison. Ja gut, herzlich Noch willkommen. drei Pflichtspiele. Ja. Gut, es geht gegen Alemannia auch. Die Einleitung ist perfekt. Ja. Kaká wechselt von Liverpool zu AC Milan, ist das Ist ja Christian? echt Kacke. Kaká, kennst du nicht? Dann natürlich kenne ich den. Den kenne ich. Natürlich. Genau wie Kakao. Spielt der noch nicht? Ich glaube, der ist schon weit dafür. Nico Knotten unterschreibt neuen Vertrag. Das Transferbudget wurde überschritten. Kreis fällt für den Rest der Saison aus. Das ist der Aber wenigstens kommt Jugendspieler. dieser ge geile Jungspieler zu uns. Ich Vielleicht hoffe, er kommt ist ihr gut. Finanzvertrauen runter oder so, ne? Ich kenne dort das Präsidium. Ja, vielleicht ist Jetzt der fahren sie Jugendspieler ja halt. direkt raus, weil wir den geholt haben. Dann zahlen Oh, die sich. 26:6. Und Gut. Finteis. Mein Ersatzstürmer, aus den ich aus der zweiten Mannschaft geholt habe. Ja, Benjamin hier. Herr Schindele. Komm mal sagen wir mal für 3 Wochen erstmal. Herr Schindele. Ach, plötzlich ist er besser. Naja, ich glaube, das lohnt sich da nicht wirklich auszutauschen. Nur falls jemand ausfällt. Kohn, Hinweis. Wann fällst du aus? 10 Tage. Ja, da habe ich immer 2 Wochen Gut, ganz jetzt gute sind alle Chance. unsere Budgets hier minus. Schau mal, wie stark Jan Podla ist jetzt. Jungen Spieler. Dort, klick einfach auf ihn drauf, du hast ihn mir in der E-Mail erwähnt. Potla. Ah, Potla. Ja, Ja das hat sich ja gut. nicht wirklich. Dafür, dass er 15 ist. Ui, Ich das ist übernehme aber. die Mentorrolle gleich. Wenn es geht. Weh. Ja. Ja, geht doch. Ach du Scheiße. Meine Jugend ist dauerverletzt. Nicht doch, weil das der Talentierteste und Die der sind Einzige. auch noch in keiner Liga. Bayern Liga Süd. Ja gut, aber wie viele Spiele haben die? 34? Da könnte jetzt Ende 36? sein, ne? Müsste bald aus sein. Machen wir mal Machen wir einen Videotext. Videotext. Letztes Mal unentschieden. Wir machen jetzt die Ich will Saison eine fertig. Revanche fürs Hinspiel, weil das Hinspiel 2-2 ausgegangen ist. Was will der, wollen wir für eine Revanche? Ja, die Revanche, dass wir gerne sie mehr rausholen. Désolé. Ja, Nein. Nein. tu's. Okay, dann nicht. Gott. Wenn wir verlieren. Ich bin meines Lebens nicht mehr glücklich. Palm? Wahrscheinlich nein. Ja. Weiß ich, soll ich mir die letzte Auswechslung aus? Ja. Nee. Du, zieh Palm aufs zentrale Mittelfeld. Palm? Ja. Dann Keine müsste dort schlechte der Idee. Beste sein, ja. Ja, 2 Punkte. Ich spiele aber nie mit zentralem Mittelfeld. Egal welchen Spielstand, ich spiele nie zentrale. Ach, das ist ja. Jetzt wirst du sehen, jetzt wird es extrem gut aufgehen. Ja! Echt? Ja! Extrem! Die Stimmung steigt. Das war sicher ein Fehler von Palm. Klar. Also Platz 11 oder 12 sind dann wohl am Ende. 10 können wir nicht mehr, das ist quasi unmöglich. Danke sehr für deinen tollen Tipp. Wir hätten den Stürmer nicht austauschen dürfen. Schon wieder kein Training hier. Das ist ja. Duffner ist wieder in der Reserve, ja, von mir. Oh Gott, jetzt müssen wir Duffner wieder zurückholen. Die erste.
Schindele. Schindele, du bist scheiße. Kann ich dir das sagen? Oh, du hast dich verbessert. Du hast bei mir keine Zukunft, kannst du ihm sagen. Das hat er auch nicht. Weil wie alt ist der? 18. Ja. Ja. Bin ich eigentlich der Jüngste? Nee, Stark ist jünger als ich. Und Schmelz eventuell. Ja, Stark ist ja nicht dauerhaft in der ersten. Doch, habe ich. Aber ich bin der Beste von allen. Yes! Ja. Eben hattest du eine 61, wollte ich nur anmerken. Das heißt, du warst mein erster Spieler über 60. Du fährst in der Reserve, ja, den haben wir schon wieder zurückgeholt. Koch wechselt nach Monaco. Angebot für Tribünennamen, ja. Es ist ja auch so eine Sache, dass hier die Liechtensteiner in der Schweizer Liga spielen, aber nicht Schweizer Meister werden können. Das heißt, sie können keinen Meistertitel kriegen. Frei. Wer hat sich das ausgedacht? Auf 4 Jahre, das ist ein bisschen lang, habe ich das Gefühl. Als ob wir aufsteigen in diesen 4 Jahren. Ja, gut. Schreibt. 3 Jahre gefallen mir doch deutlich besser. Wenn ich aufgefallen, es gibt nur EA Sport, die Tribünennamen sponsern wollen. Ja. Auch Stadionsponsor brauchen wir. Ja, es gibt Mods. War ich bisher zu faul. Nein, aber ich meine, bei allen anderen Sponsoren sind ja auch andere. Ja, ja. Aber bei Tribünennamen sind es nur EA Sport. Nächstes wäre dann Oberhausen. Siehst du, Prognose, Platz 11. Ein Unentschieden gegen Oberhausen. Am 37. Spieler spielen wir gar nicht. Was? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, stimmt, es sind ja auch 19 Vereine. Das geht dann ja gar nicht, dass wir jeden Spielstand spielen. Und am 38. ein Unentschieden gegen Würding. Ist dir nicht aufgefallen, dass die sehr oft einen Unentschieden prognostizieren? Ja. Der ist ja ziemlich gleiche Stärke, deswegen. Auch am 37. Spieler und so weiter. Ist fast alles unentschieden. Siehst du? Aber Düsseldorf gewinnt gegen Schalke. Und am 36. Ist glaube ich fast immer nur unentschieden, siehst du? Ja. Zwei Siege. Aber gegen Oberhausen haben wir glaube ich ganz gute Chancen. SC Weiche Flensburg hat Interesse an uns. Oh, gleiche Stärke, aber die sind 12, wir 13. Das ist diskriminierend. Wer hat denn den Einsatz so tief runtergesetzt? Ja. Du. Weil du nicht wolltest, dass... Wieso ist dieser Ledersturm dann? Das hab ich dich genommen, hä? Der macht Rebeln, das habe ich auch alles angehabt. Wahrscheinlich durch die Taktik... Hab ich hier eingestellt, dass mein Co-Trainer die Taktik macht, oder wie? Ja, hast du. Nein, jedes Mal, wenn du auf Aufstellungsassistent klickst, macht er das. Ändert Einsatz und Taktik, nein. Legt Einsatz und Taktik fest. Robert Gille. Brauchst du Schmitz und dann mach ich hier auch bitte. Danke. War ich schön selber. Ist welche Flensburg? Die haben doch im Pokal sind die doch weitergekommen, oder? Flensburg? Ja, oder? Nee. Pokal können wir ja gar nicht sehen, weil wir nicht selbst im Pokal sind. Nein, ich meine in echt. Ich beschäftige mich nicht mit Winzvereinen im Pokal. Wobei es da doch jetzt diese eine Überraschung gab. Hab schon wieder vergessen. Wer ist da nochmal rausgeflogen? Stuttgart. Richtig. Gegen? Rostock. Nee, da war noch was anderes. Frankfurt. Ja, genau. Gegen Ulm. Ja, genau, meine ich. So, Sieg ist heute wirklich. Ich glaube, das könnte es gewesen sein. Und dieser eine Verein, ja, der auch... Ja, Flensburg hat gewonnen gegen VfL Bochum. Ja, genau. Das könnte auch eine Sache sein. Ja, 1-0, Nico Knot. Ach, das ist Knot, war noch, ja. Die kann die... Nee, Göner, nein. Palm. Wer ist denn hier statt hoch am besten? Schmelzer. Gut. Steinhardt wird noch durch Kerk.
Praktisch, danke für den Tipp. Danke, danke, danke. So, jetzt, wenn es jetzt ein 1-1 wird, dann huldige ich im Spiel. Immer hochgegangen ist. Ja, 2-0. Knot, was ist los mit dem heute? Gut. Boah, ein 2-1 ist super. Wahrscheinlich ist es jetzt Oberhausen-Spieler, spielst. Nein, Knot. Knot. Doppelpack. Das hier würde ich am liebsten sagen. Tu das. Ich sagte, Das ist das Beste, wenn er eingewechselt wurde und du weißt es nicht mehr, ob du ihn eingewechselt wurdest. Ich würde das jetzt am liebsten sagen, aber ich habe ihn nicht eingewechselt, das weiß ich ja. So, das hier ist das Richtige. Was hast du jetzt gesagt? Er hat sich im Training nicht aufgedrängt. Hat er ja auch nicht. Oh, Media ist 2! Wir sind beliebt. Wer wird Meister? Ja, das ist eine gute Frage, ne? Oh, 75, 75. Aber Stuttgart. Irgendwie ja, in letzter Zeit nicht mehr ganz so dabei. Schalke, Wolfsburg kommen noch dran, ne? Oder wie viele Spiele haben die noch? Stuttgart hat Champions League nicht sicher. Ja, da muss ich mal gucken. Begegnungen. Ne, diese. Oh, noch 3 Spiele. Ne, 2 Spiele noch. Champions League Halbfinale spielen sie auch gegeneinander. Gegen Hamburger SV und Stuttgart noch. Ja, ich glaube, da hat Bayern ganz gute Chancen, beide zu gewinnen. Und hier Hoffenheim, Berlin. Das müssen, wenn die jetzt nicht gewinnen, ist peinlich. Naja, ich meine, aber Hamburg und Stuttgart oder gegen wen spielt Bayern? Spielt gegen Hamburg und Stuttgart, haben wir gesagt. Ja? Ich meine, Stuttgart ist schon ja stark. Ja, ja, die letzten Spiele haben die anscheinend für ziemlich häufig verloren. Ich sehe, Hoffenheim hat eine Scheiß-Saison. Und steigt ab. Wenn ich das mal so sagen darf. Standort gerade Hoffenheim ist der Rivale von Leverkusen? Wo? Bei Verein? Nee. Nee, Angstgegner, okay. 0-1-0, ja, dann wäre das auch mein Angstgegner. Heidenau. Tino Kreis leitet ein. War der nicht verletzt? Ach, das kann er machen, wenn er verletzt ist. Nur spielen nicht, oder wie? Ach, jetzt geht's gegen Borussia Weißwein. Ja, nicht Weißwein, sondern... Bei am Main ist glaube ich, auch noch Weinanbau. Hoffe ich. Dort sei der Mosel, die ist in der Nähe. 1000 Zuschauer geschätzt. Achso, wir können vielleicht noch auf ermäßigt setzen, dann kommen vielleicht mehr. Windeis ist wieder fit. Alles fit im Schritt. Der musste sein. Stadionneubau ist immer gut. Warum sollte man ein neues Stadionneubau bauen? Ja, wenn man alles erst abreißen muss wahrscheinlich. Ja, ja. Nicht. Jetzt verwechsel ich Trikots mit Tickets. Die Trikots schon das im mache ich regelmäßig. Sollen wir zu Trikots ändern oder was meinst du? Nee, brauchen wir nicht, aber aber sie schauen doch hässlich aus, oder? Aber man mag den Stern am liebsten. Stern? Stern? Ja, du kannst so einen Stern auf das Trikot drauf drücken. Voll kommunistisch aus irgendwie. Voll was? Kommunistisch, wie der rote Stern steht hier. Ja, wir kommen ja nicht aus Russland. Ja, ich glaube, die Bayern waren gut dieses Jahr. Wie am Anfang, aber am Anfang war doch immer die Auswahl zwischen Freiburg, Freiburg und Freiburg. Wie sieht's eigentlich mit Freiburg aus? Ich glaube, die sind abgestiegen. Ja, schon steigen sie noch ab, aber stiegen sie Jugendspieler sind entdeckt. Österreich. Nicht Österreich, hier. Ja, gar nicht. Ja gut, für ihre Verhältnisse eigentlich solide. Ja, machen sie mal. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir keine... Weiß nicht. Mittelfeldspieler. Möchten wir Mittelfeldspieler haben? Nein, erstens, wir können es uns sowieso nicht leisten. Also nein. Oh, wow, na schau an. Ich dachte, unser Vertrag läuft aus. Erschreck mich doch nicht. Habe ich auch erst gedacht.
Vor allem, weil dort unser Logo ist. Ist das Palm? Nein, Palm ist gut. Palm ist gut. Oh ja, danke. Ja, aber ich glaube, Schaden, der möchte sogar weniger Gehalt. Kriegt er noch eine Option, dann wird das hier rausgenommen. Dann kriegst du hier die 160, 290 und jetzt guck mal. Ja, machen wir. Übertreiben ist was nicht. Nicht zu viel Risiko. Wir brauchen Palm. Palm ist gut. Das ist ein Allrounder. Kann man gut einwechseln. Auf allen Positionen. Da muss ich auch denken. Bin ich nur gut genug für einen Einwechselspieler? Bist du eingeschlafen? Nein. Okay. Ja, machen wir mal weiter, ne? 97 noch bei den Fans, ups. Aber wenn wir Palmen verlängern, dann schaut schon besser aus, glaube ich. Ja, da ist so ein witziger Artikel. Wir hatten ja beim letzten Mal auch, dass da so ganz viele winzige Artikel hintereinander war. Das kann ja passieren. Aber wenn man dann so einen Bundesliga-Verein hat und dann irgendwie man bei allen die Verträge verlängert oder 10 riesige Artikel kommen, als gäbe es da irgendwie 10 Titelseiten oder so. Ja, gibt's ja prinzipiell. Palm erfolgreich. 31 Ligaspiele, obwohl er nur ein Einwechselspieler ist. Wow. Der Gegner hat ein Level von 1 hier, der Manager. Ich. Trainer. Kickers Offenbach haben Interesse an uns. Hatten die nicht schon mal Interesse oder war das Stuttgart wieder? Pippinsried. War das Bayern? Bayern? Ja, Bayern. Bayernliga Süd, das könnten wir dann gegen unsere zweite spielen. Wenn die gleich wirklich in die zweite kommen. Und wahrscheinlich, wenn Pippinsried die zweite aufsteigt, würden die dann Oberliga Westfalen spielen. Kann sein. Hilfe. Verwirrst mich! Gehen Sie nur Jugendscheiden. Oder ins Amateurstadion. Vor allem so, alle stehen vor dem Stadion und eine Sekunde vor Spielbeginn entscheiden wir, ach, wir gehen mal ins Amateurstadion, ne? Hat viele Chancen gebraucht jetzt. Désolé hat wieder ein Tor. Ja, jetzt wird wieder jeder ausgetauscht. Nicht jeder. Manche. 7 Leute. Wo bist du denn ganz gut, Schmelzer? Du bist ganz gut im linken Mittelfeld. Vielleicht doch alle. Nicht alle. Guck mal, ich bleib dir treu. Du darfst jetzt aber den rechten Stürmer spielen. Yes. Ein bisschen Abwechslung muss ja sein. 2-0. 3-0. Benny. Siehst du, als rechter Stürmer treffe ich gleich deutlich öfters. Einmal nur. Einmal statt keinmal. Zweimal. Oh, da ist wieder ein Viech. Und das ist wahrscheinlich dasselbe. So, wie sieht's aus? Jetzt. Ah, scheiß Vieh. Okay. Ist ihm jetzt Auge geflogen? Gott, plötzlich Schmerzen im Auge. Aua. Slacks oder Weber? Gratulation. Siehst du, es waren 1000. Warum gibt's kein Training? Dortmund hat gewonnen, Bayern nicht. Nee. Dortmund wird Tabellensieger. Ich weiß nicht, irgendwie wäre mir Bayern lieber. Ja, wahrscheinlich sind die Bayern dafür in der Champions League weitergekommen. Das Spiel war wahrscheinlich noch nicht, oder? Doch, bestimmt. Bin jetzt aber zu faul zu gucken. Oh, im deutschen Pokal. Frankfurt gegen Aalen. Schalke gegen Aalen. Leverkusen. Aalen Halbfinale.
Ja, VfR Aalen. Was sind die denn für eine Liga? Dritte Liga, oder? Ja, gegen uns haben sie nicht gespielt. Dritte Liga. Die waren aber auch zeitweise in der zweiten. Keine Ahnung, wo Aalen liegt. Ich kenne das zwar, aber... Aalen liegt in Baden-Württemberg. Okay. Es gibt auch ein Aalen mit H, was in NRW liegt. Ja, ich kenne Aachen. Ja, Aalen ist was anderes als Aachen, ne? Monsnet. Weißt du, hier wird Pokal-Dings, bitte hier. Pokal, hier. Finale! Nee, oder? Wen haben die? Klick mal auf Aalen drauf. Was habt ihr hier? Was macht ihr hier? Ich bin der zweiten Bundesliga. Okay. Ja, ja, ich wusste immer, dass die der zweiten, aber okay. Ja, ich wusste auch, Moment, dass die in der Historie aus. Dritte hier. Naja, die letzte auch schon. Okay, gegen wen habt ihr gespielt? Gegen wen habt ihr gewonnen? Nee, Stadion. Och, scheiße. Das ist der wieder 10 Jahre. 8 Stunden später. 10 Stunden später. So viel später, dass es dem alten Erzähler zu blöd wurde und sie einen neuen einstellen mussten. Gelbsperre, Gelbsperre, Gelbsperre. Du hast auf alles draufgeklickt, außer auf das, worauf du draufklicken wolltest. Abgegnungen. Okay, wir haben gegen, geh mal rauf. Gegen Bayern? Eintracht. Bayern? Und davor Bayern? Davor Braunschweig? Mainz. Davor Mainz? Und Erfurt. Davor Erfurt. Die hatten aber ziemlich einfache Gegner bis auf Bayern. Naja, Mainz. Und Frankfurt, ja. Braunschweig ist auch Erstligist. Frankfurt? Noch. Sind alles Erstligisten. Weißt du eigentlich, welcher Verein immer aus der ersten Bundesliga rausgeschmissen wird, wenn man da einen erstellt? Ich habe da 10 Jahre immer gesucht, es zu finden. Ich meine, das war Braunschweig dann. Ich meine, die tun immer. Ich weiß, das ist im FM13, glaube ich. HSV oder Hertha war einer von beiden. Fast. So einen wichtigen Verein schmeißt man da raus. Ja, wirklich. Wieso ist Sisgöner nicht auf der Bank? Weil es ein Arschloch ist. Neumünster. Schindel ist wieder in der Reserve. Okay. Das wirklich? Das letzte Spiel der Saison, das machen wir jetzt noch in 3D. Passt das noch in die Folge? 22 Minuten? Ja komm, weil es das letzte Spiel der Saison ist, machen wir jetzt eine Überlänge-Folge. Wow. Wobei, ja, nee, machen wir die nächste. Ja, machen wir die nächste. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. In der nächsten Folge machen wir bis zum Saisonende spielen. Ja, machen wir. Ja. Tschüss. Tschüss.